Man hört immer wieder lustige Geschichten, die Bibliotheksmitarbeitende über Kundinnen und Kunden berichten. Beispiele dafür kann man auf den Social-Media-Seiten der Büchereien Wien nachlesen. Ich hingegen arbeite in einer wissenschaftlichen Bibliothek, die auf medizinische Literatur spezialisiert ist. Und heute wollen wir uns anschauen, was da so läuft. Ich habe also während 9 Stunden an der Ausleihtheke gesammelt, welche Aufgaben und Anfragen da auftraten. Einerseits, um zu wissen, was man in der Ausbildung zur Bibliothekarin unbedingt lernen sollte, und andererseits, um der Macht der Anekdote etwas entgegenhalten zu können. Eine Anekdote ist eine normalerweise wahre oder zumindest als wahr angenommene Geschichte, die zur Unterstützung eines Arguments verwendet wird. Anekdoten können nützlich sein, um die Auswirkungen eines Arguments zu veranschaulichen, stellen aber für sich genommen keinen schlüssigen Beweis dar, da sie in ihrem Umfang begrenzt und nicht unbedingt repräsentativ für die Norm sind. Eine Person fällt dem anekdotischen Trugschluss zum Opfer, wenn sie sich entscheidet, den Beweisen einer Anekdote oder einiger Anekdoten mehr Glauben zu schenken als einem größeren Pool an wissenschaftlich gültigen Beweisen. Die Anekdoten sind eben diese speziellen Vorkommnisse oder Anfragen, denen großes Gewicht beigemessen wird, die in der Kaffeepause herum erzählt werden, die aber eigentlich nur alle paar Jahre auftreten und auf die man sich auch nicht unbedingt vorbereiten kann oder muss. Wie zum Beispiel die Frage, ob man in der Bibliothek stillen darf, wenn es draußen nass und kalt ist. Oder die Rückgabe von einem Buch, das durch ein Nagetier kräftig angeknabbert wurde. Solche Dinge eben. Ihr versteht schon, was ich meine. Innerhalb dem Beobachtungszeitraum von 9 Stunden habe ich 58 Aufgaben oder Anfragen notiert. 10 davon waren allgemeiner Natur, 46 waren bibliothekarische Anfragen und 2 waren spezialisierte Anfragen. Von den 10 allgemeinen Anfragen wurden 4 Mitarbeitenden telefonisch gesucht, 3 Personen hatten Probleme mit dem Reservationstool, 2 hatten Probleme mit dem Drucker und jemand suchte seine Sonnenbrille. Von den 46 bibliothekarischen Anfragen waren 28 zu den Themen Buchausleihe, Buchrückgabe oder Verlängerung einer Ausleihe. 2 Fragen waren zu Lernarbeitsplätzen, also wo kann man hier lernen, zum Beispiel auch in Gruppen. 6 Fragen kamen zur Einschreibung ins neue Bibliothekssystem. 6 Anfragen kamen zur Nutzung von E-Ressourcen, das sind elektronische Bücher oder elektronische Zeitschriften, auf die man eben nicht von überall her Zugriff hat. Schließlich gab es noch 3 allgemeine Fragen zur Bibliotheksnutzung und eine Person hat ihre Dissertation abgegeben, die bei uns archiviert wird. Nur 2 Anfragen waren wirklich spezialisierter Natur. Bei einer ging es um die Publikation in einem Open Access Journal. Diese Anfrage kam per Mail herein und ich habe sie an die entsprechende Abteilung weitergeleitet. In der anderen spezialisierten Frage ging es darum, ob ich ein Statistikbuch empfehlen könnte. Diese Frage kam allerdings nur auf, weil ich dem Studierenden bereits gesagt hatte, dass ich für die Auswahl der Statistikbücher zuständig bin. Zu den Abläufen in unserer Bibliothek muss man noch wissen, dass es eine Selbstausleihe gibt, die Leute also die Bücher selber auf ihr Konto buchen können, aber keine Selbstrückgabe, sondern die Rückgabe, die Rückbuchung erfolgt immer über das Personal an der Informationstheke. Das waren insgesamt also 58 Aufgaben, verteilt auf 9 Stunden. Das sind gut alle 9 Minuten eine Aufgabe. Ihr seht, dass daneben keine vertiefte Arbeit möglich ist. Aber ein paar Bücher ließen sich noch versorgen. In diesen 9 Stunden kamen aber keine Sonderwünsche vor. Nichts Aufregendes. Ist das denn typisch? Das kann man so nicht sagen. Da müsste man noch weitere Daten sammeln. Und braucht man für diese Aufgaben eine bibliothekarische Ausbildung? Ja, man benötigt gute Kenntnisse der Abläufe in einer Bibliothek und des elektronischen Bibliothekssystems. Und ist ein Hochschulstudium nötig oder nützlich? Nein, das bringt den Kundinnen und Kunden keinen weiteren Nutzen. Das macht nur den Betrieb teurer. Und nun würde mich noch interessieren, wie seid ihr denn organisiert in eurer Bibliothek? Haben die Mitarbeitenden spezialisierte Aufgaben oder machen alle so ein bisschen alles? Und bis zum nächsten Video.